So, dann spielen wir mal weiter als Susanna. Susanna. Susi. Susi Jabu. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir dran waren. Aber ich glaube, zuletzt hatten wir ganz viel Optimierung gemacht. Die Anno 1800-Kampagne soll echt nach ungefähr 10 Stunden durch sein. Für normale Spieler, habe ich gelesen. Oh. Oh. Krass. Ich meine, ich habe mir zwischendurch sehr viel Zeit gelassen. Das hätte man auch, also hätte ich ja auch schon viel schneller vorwärts kommen können. Aber man kennt mich ja. Ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne, optimiert. Gerade in solchen Spielen. Einfach nur mal vor sich hin spielen, Produktionsketten verbessern, noch eine neue Insel erobern, um nochmal irgendwie was zu verbessern, Routen einstellen und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, kann das sich bei mir schon mal hinziehen, bis ich das dann gemacht habe. Ich weiß, wir haben den Zoo gebaut, genau, ich erinnere mich. Wir haben den Zoo gebaut. Expeditionsvertrag abschließen. Ach so, das ist hier oben. Das hier, ne? Der Vertrag, okay. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Nehmen wir mal den Schreck. Ei, nur fair. Navigation. Womit können wir denn die Navigation verbessern? Kampfkraft. Kampfkraft ist doch bestimmt hier so Kanonen oder sowas. Tatsächlich nicht, okay. Steffi, einen wunderschönen Abend. Hallo, schön, dass du da bist. Hallöchen. Kampfkraft. Wie kann ich denn die Kampfkraft erhöhen? Was zur Hölle, Spiel, willst du mir sagen mit Kampfkraft? Keine Ahnung. Nehmen wir mal ein bisschen Schnaps mit. Ein bisschen Schnaps für die Leute. Navigation habe ich auch keine Ahnung. Nehmen wir noch ein bisschen Bier. Unser Proviant besteht aus Brot, Schnaps und Bier. So wie es früher war, oder? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Nee, Bier brauchen wir nicht. Geschick könnte man machen. Gefechtskunde. Redegabe ist wahrscheinlich. Aber warum haben wir da? Ach so, wir haben hier Redegabe 20. Ah. Ich hätte auch gesagt, Kampfkraft mit Kanonerie. Gestern noch weiter After Humans gespielt, haben wir einen Reaktor gebaut. Muss aber noch was ändern, damit der funktioniert. Ja, krass. Krass. Biene spielt momentan auch wieder ein bisschen meine Kraft. Gefechtskunde. Die Menschen lassen sie hochleben. Das kann mal weg. Dafür können wir ja hier noch ein paar Kugeln mitnehmen. Dann haben wir ein bisschen Gefechtskunde noch dabei. Wir probieren das mal so. Hier, Expedition starten. Auf geht's. So, was war jetzt hier? Mangelt es an Arbeitskraft. Aber hier habe ich doch genug Arbeitskraft. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Okay. Hallo, hallo! After Moons macht so Laune, vor allem Dingen, was man da alles bauen kann. Ja, ist doch geil, wenn du da mal wieder was gefunden hast, was dir sehr viel Spaß macht. Ist doch super. Vor allem, weil Minecraft ist ja nicht so meine Welt, so, ne? Also deswegen ist doch alles gut, wenn es dir Spaß macht. Mega. Darum geht's doch. Wir gehen nochmal in die alte Welt.
Ich denke, wir werden auch hauptsächlich jetzt nur noch die Kampagne dann irgendwie zu Ende spielen und dann nochmal ein ganz neues Spiel starten als Endlos-Game. Vor allem, weil mir das hier so gar nicht gefällt. Ich meine, die Stadt sieht schon krass aus, ne? Habe ich schon mega gemacht, aber geht auch besser, würde ich sagen. Ach, die Jungs machen auch verdammt voll viel Spaß zuzuschauen. Ist verdammt schwierig, das glaube ich. Ich würde A selber mitspielen wollen oder die Siedler 7 Streams schauen. Tja, dann muss ich dich mit A und B enttäuschen. Und hoffe, du kannst mit C, ich spiele gerade Anno 1800, vorlieb nehmen. Ansonsten gibt es auch eine Alternative D. Ich wollte eventuell im Anschluss jetzt gleich noch mit Sekiro weitermachen. Die Stadt sieht doch gut aus. Ich weiß nicht, was du hast. Es geht. Ich weiß nicht. So geil sieht die gar nicht aus, finde ich. Geht so. Oh, süße Fantasie. Gesegnet seist du. So, wir waren dabei, Pelzmäntel zu bauen. Genau, genau, genau. Ich erinnere mich. Pelzmäntel. Zufriedenheit ist schon mal da. Okay, Pelzmäntel. Hatte ich nicht dafür irgendwo Alpaka-Farmen gebaut und dann hier die Produktionskette irgendwie hingelegt? Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Das sind Rinderfarmen. Shit! Wo war das denn? Bin ich etwa zu eifrig? Fensterfabrik. Lagerhallen. Ich kann mich irgendwie so daran erinnern, dass wir irgendwo... Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Hey, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Ich kapiere nie, wo die hinwollen. Das ist noch ein bisschen blöd. Leave Stream, was? D gleich Leave Stream, was? Carsten, schau so gerne Thrones. Nicht die neue Staffel und bitte nicht spoilern. Ich muss nochmal von ganz vorne anfangen und das wollte ich mit Biene zusammen machen. Und da wir momentan so viele Serien haben, die wir gucken, zieht sich das hin und deswegen gucke ich noch nicht die aktuelle Staffel. Also, bitte nicht spoilern. Was haben wir hier hingebaut? Bäckerei nochmal, okay. Ich brauch, wo war denn nochmal diese Tendenzsicht? Konnte doch irgendwo, ah da. Die Tendenzsicht. Alter, haben wir Malz. Junge, 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 haben wir Malz. The fuck geht denn da ab? Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo was mit Pelzmäntel gebaut habe. Für eine Küstenwanderung, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dass wir irgendwo eine Schneiderei haben. Wie sieht das Gebäude aus? Okay. Suchen wir das Gebäude. Ich bin mir so sicher, dass ich die gebaut habe. Da oben. Haha, okay. Wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Es fehlt... Was habe ich? Baumwollstoff. Und Baumwollstoff war in der neuen Welt. Baumwollstoff war in der neuen Welt. Das hatten wir hier irgendwo angebaut, oder? Baumwolle. Baumwollstoff. Okay. Haben wir nicht eine Charterroute dafür? Doch, wir haben eine Charterroute dafür. Baumwollstoff von... El Espino nach Ditchwater. Okay, 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 okay. Okay, das heißt, das war das, was wir zuletzt gemacht haben. Okay, nice. Brauchen wir Mäntel nicht für irgendeinen Typi? Nee, wir brauchen die Mäntel für die Leute, glaube ich. Wir wollten die Zufriedenheit steigern. Kann mich jemand aus diesem Dämon... Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Reklametafel für La Condessa. Wo kann ich die denn hinpacken? Hier?
Plus 15% oder plus 15 Attraktivität. Nice. Geile Scheiße. Kriegt mal mehr Money hier, ey. Mega. Hab auch nochmal neu angefangen. Noch keine der neuen Staffeln gesehen, also keine Sorge, keine Spoilergefahr. Habe nur mitbekommen, dass Amazon sich die Harry Potter Rechte gekauft hat. Dass sie bei GOT angeblich gemerkt haben sollten, dass sie doch noch so viel machen können und S8 doch nicht der krönende Abschluss wird. Lassen wir uns bei GOT nicht auf S9 hypen, wenn S8 noch nicht mal fertig ist. Staffel 8 ist fertig und Staffel 8 ist das Finale. Das ist schon Geschichte. Was die aber bei Game of Thrones machen wollen, ist ja diese Vorgeschichte. Es gibt ja nicht nur die Bücher zur Hauptgeschichte, sondern es gibt ja auch noch diese Vorgeschichte. Und die wollen die dann eventuell noch als neue Serie machen. So wie sie das zum Beispiel bei Breaking Bad gemacht haben. Dass sie dann ja Better Call Saul noch als neue Staffel rausgebracht haben. Breaking Bad hatte ja auch ein festes Ende nach 5 Staffeln, obwohl sich viele noch eine 6. und 7. gewünscht haben. Und deswegen kam ja dieses Better Call Saul noch raus. Spielstand. Okay, nice. So, der fängt schon mal an. Nice. So, unsere Mäntel sind da. Das heißt... Geh mir fest in die Augen. Eine Uni. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Zerstörungsaufgabe. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung in ein Brennnesselfeld. Was habe ich jetzt getan? Interessant, alles klar, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Benachrichtigung und nichts. Keine Aufgabe. Vielleicht in der neuen Welt? Aha, okay. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Okay, hier haben wir ja zum Glück auch unsere Schiffe. Perfekt. Segel setzen! Lotte legt ab. Okay. Er warf sich in ein Brennnesselfeld. Easy, mache ich auch jeden Morgen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Jeden Morgen denke ich mir, jetzt in ein Brennnesselfeld. Wie geil das doch wäre. So, hier läuft soweit die Produktion auch. Hier haben wir Mais und Kaffee. Was haben wir denn hier nochmal? Ah ja, genau, Kaffeerösterei. Das Lager ist völlig überlastet oder was? Nee, was, ne? Sie das? Nö, das geht schon. Okay, so, wie sieht das denn jetzt hier Feuer aus? Wütet in einer ihrer Fabriken. Oh nein! The fuck! Jungs! Mobilisieren! Gib Gummis! Wir wollen noch poppen, gib die Gummis nun! Endlich die Gummis her! Was ist denn da los? Da muss der zweite hin. Ach, wozu kann ich denn mobilisieren? Guck dir das an, die machen das. Easy. Wie sie da rumspritzen mit ihren Schläuchen. Leute, packt die Gummis aus. Kurz weg, viel Glück, alles klar, bis gleich. Hm.
So. Ja, den Brand haben wir doch easy gelöscht. Kein Problem für die freiwillige Feuerwehr in Ditchwater, einer originellen Stadt. Du hast ein schönes Desktop-Bild, gefällt mir. Ich fand das auch geil. Für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Ich kann das auch mal in groß zeigen. So sieht das Ganze aus. Gefiel mir auch ganz gut. Ich fand die anderen auch schick hier. Das ist zum Beispiel auch ganz schön. Aber ich fand das irgendwie mit dem Reh so süß. Ja, die gab's kostenlos dabei. Das ist korrekt. So, ich glaube, ich gehe nochmal in die neue Welt. Ich muss mal gucken, ob meine Schiffe machen. Hi. Soll ich dem jetzt die ganze Zeit hinterherfahren oder was? Was ist denn da los? Stillgestanden, Herr Admiral. Flotte segelt in Formation. Das erste ist am schönsten mit dem Reh, finde ich auch. Ich fand auch das erste am schönsten mit dem Reh. Laufen Koordinaten an. Flotte geht auf Fahrt. Die Flotte geht auf Fahrt. Los geht's mit der Flotte. Komm mal hier aus Hamburg oder was? Flotte legt ab. Die Flotte legt ab, du. Viele neue Besucher treffen im Hafen von Ditchwater ein. Ja klar, da sind auch die Bitches im Water. Lotte unterwegs. Das scheiß Schiff fährt weg von mir. Bist du ein Hamburger oder was? Woher kommen Sie davon? Spielen Sie falsch. Kommen Sie davon. Ins Grab. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Da ist das Schiff. Flotte legt ab. Das Problem ist nur, dass wir hier ein Kanönchen haben, was uns am Sack. Was am Sack schnuppern will. Bis ans Ende der Welt. Und noch viel weiter. Unbemerkt, Zweig um Zweig baut der Vogel sein Nest. Neue Ziele? Das ist hier anscheinend der Pirat in dem Gewässer. Bitte schieß nicht. Schieß Kann nicht. Kann das so gedruckt werden? Hi. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Okay, sowas haben wir hier. Das lektorieren wir auf jeden Fall. Das kann so nicht bleiben. Glück und Licht finde ich schon mal gut. Aufstandswahrscheinlichkeit finde ich sehr gut. Ich möchte noch ein bisschen mehr Money kriegen hier. Dafür machen wir das Sie weg. Sie können doch nicht. Ich meine, sicher, die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. Richtig, die Ausgabe darf in diesem Zustand nicht gedruckt werden. Und deswegen machen wir gleich noch die Zufriedenheit höher. Obwohl, nee, warte mal, was haben wir denn hier noch? Können auch die Feuergeschwindigkeit. Das lese ich auch immer am liebsten. Ja, und fertig ist das so. Zack! Es trägt Ihre Handschrift. Genau so soll das sein. Segelinformation.
Lotto legt ab. Oh ja, 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 da geht's los. Feindliches Ziel erfasst. Na komm schon. Wieder da, wir kommen zurück. Rangold. Lotte, zum Angriff. Warum schießt du eigentlich nicht? Neue Ziele? Warum schießt er nicht? Schiff unter Beschuss. Lotte geht auf Fahrt. Leinen los. Spielstand gespeichert. Segel setzen. So, dann haben wir das schon mal geborgen. Volle Segel. Und bringen das hier hin. Okay, nice. Sehr gut. Wo wir das erledigt haben, können wir nochmal in die alte Welt. Und gucken, was hier die Mantelproduktion sagt. Immer noch nix. Warum nicht? Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Willst du mich verarschen? Was ist denn mit den Mänteln los? Warum kriege ich denn hier keine Pelzmäntel hin? Verkaufe ich die? Nee, oder? Wo ist denn mein Baumwollstoff? Okay, jetzt wurden gerade 40 Baumwollstoff abgeholt. Ob das nicht reicht? Brauche ich mehr? Na, mal gucken. Bauen wir halt noch so ein Ding. Ah, nee, Moment, ich brauchte so ein Produktions... Das war eine Produktionskette, ne? Ach, da brauche ich aber auch nur John Aliros für. Okay. Interessant. Wie war das dann? John Alero. Hier nicht. Hier. Was können wir eigentlich noch machen? Was ist das? Ein Sägewerk. Willst du uns zuschauen? Und die Holzfäller? Da? Okay. Willst du uns zuschauen? Hat er gerade ernsthaft gesagt. Wobei will ich dir denn zuschauen? Ich sage nicht. Ich will ihm nicht zuschauen. Können wir das so als Statement stehen lassen? Ich denke ja. Nein, der Herr, wir wollen nicht zuschauen. Okay. Oh, Big Mama, hallo! Hast du eine Produktion gestoppt? Nee, habe ich nicht. Hallo, schön, dass du da bist. Hallöchen. Wenn die nicht erst etwas... Hallo, ich bin ja Olli Geißen. Hallo.
Wir müssen flink sein, auf. Ich glaube, wir bauen dann hier einfach noch einen Marktplatz, nee, nicht einen Marktplatz, ein Lagerhaus hin. Können die auch gleich einfach 15 Ziegel rüberbringen? Das würde auch gehen, glaube ich. Wo ist denn hier mein Schiff? Kurs setzen! Warum ist das so langsam? Ich verstehe das nicht. Warum ist das Schiff so langsam? Hallo? Warum bist du so langsam? Achtung, Admiral anwesend. Das soll doch angeblich eine Seegeschwindigkeit von 14,4 Knoten haben, wohingegen die Dinger... Ach so, die sind schneller, lol. Warum bist du so lahmarschig? Linienschiff. Und funktioniert alles? Oh ja, was heißt, es funktioniert alles? Soweit schon, würde ich sagen. Soweit funktioniert alles. Aber ich spiele ja auch noch nicht so lange. Ich denke, beim Anschluss werden wir Sekiro spielen. Das kann ich auch schon mal soweit sagen. Für die Leute, die also... Oh, wieder weg. Ja, die bleibt ja auch nicht lang. Warum auch? Was ist das? Hast du nichts Wichtigeres? Wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Fertig? Ja, eigentlich schon, ne? Du hast dein Wort wieder gehalten, Chefe. Haben wir denn mittlerweile eine Handelskammer? Nee, ne? Haben wir hier irgendwo eine Handelskammer? Wofür war die denn nochmal? Handelskammer. Verbesserung von Produktion. Aber der Radius ist ja ultimativ scheiße, oder meine ich das nur? Der Radius ist doch richtig kacke. Mal hier hinlegen, aber ob das wirklich soll so gut ich schon ist? Mal einschenken zum Anstoßen? Ja, hier mal. Du hast einfach den Dreh raus. Guck mal, sind nur zwei Gebäude betroffen. Zwei. Jetzt sind schon drei Gebäude betroffen. Ja, guck mal einer an. Dann mach hin, ne? Ja, ich denke mal, so ein Stündchen spielen wir doch Anno. Dann haben wir ungefähr Halbzeit. Dann haben wir anderthalb Stunden Anno gezockt und machen dann im Anschluss noch anderthalb Stunden bis zwei Stunden Sekiro. Und dann haben wir beides heute gespielt. Und das machen wir vielleicht jetzt so die nächsten Tage grundsätzlich. Und nächste Woche wollte ich ja dann das neue Spiel mal ausprobieren. Ich hoffe, bis dahin sind wir mit Sekiro durch. Wobei, eigentlich hoffe ich nicht, dass wir durch sind, weil ich hätte schon noch Bock, weiter zu spielen. Das Spiel macht einfach so viel Spaß, aber... Ja, Sekiro bis 2, 3 Uhr, nein, ich muss morgen arbeiten, Leute. Und damit ist nicht Stream gemeint. Wenn Stream meine Arbeit wäre, dann hätte ich sofort jawohl gesagt, aber das ist es ja nicht. Ich verdiene meine Brötchen mit was anderem. Ich meine, außer ihr fangt an, jetzt hier streamweise mehrere hundert Euros rauszuhauen, ne? Also von daher. Dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Was denn? Also ich möchte in Sekiro nicht den Endboss machen, sondern mir sind auch viele Dinge eingefallen, die wir noch gar nicht gemacht haben. Zum Beispiel hatten wir diese eine Frau da mal gefunden, die irgendjemanden gesucht hat und die uns immer angegriffen hat. Und da wollte ich vielleicht nochmal gucken, ob wir das mittlerweile mal machen können. Nehmen Sie uns die Zweifel. So, also, die Pyrphoria entkommen mit dem Vertrag. Im Schutz des Pulverdampfes der Schlacht setzt sich ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab. Der ganze Angriff muss ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, um die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Sie und Hannah werden die Wahrheit nie erfahren, wenn sie sie nicht zurückholen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Falle einer Verfolgung könnten sie es vielleicht einholen. Da nur wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen, können sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Was haben wir denn so an Jagdglück?
Wir haben gar kein Jagdglück, ne? Was wollen wir machen? Wollen wir das Schiff fliehen lassen und versuchen, seinen Zielhafen zu ermitteln? Oder dem Ausguck vertrauen und gucken, dass wir in Reichweite bleiben? Sorry, Ladeschnecke. Vielleicht kommt ja Ende 2019 wieder eine Donationwelle. Alles gut. Ich will ja damit ja nur sagen, dass, eine Donation-Welle, so wie du das jetzt nennst, betiteln, war ja einfach Ausnahmezustand. Und selbst das würde ja nicht reichen, um den Lebensunterhalt zu bezahlen. Ne? Also ich bin überglücklich darüber, aber das macht mich halt noch nicht zum Vollzeit-Streamer, das ist das. Der Ausguck verliert sie. Selbstzufriedenheit kommt auf, als es zunächst den Einstand hat, als würden sie zu ihnen aufschließen. Doch als sie das Kap umrunden, stellen sie fest, dass sie verschwunden sind. Der Sund ist mit strahlend weißen Siedlungen gespickt und sie könnten in jeder davon angelegt haben. Wir haben sie verloren, meldet sich ein Skeptiker zu Wort. Also, was nun? Eine Nadel in die Karte stechen? Eine freundlich gesonnene örtliche Größe um Hilfe bitten? Wir können jetzt also die Karte studieren, um den wahrscheinlichen Anlegeplatz zu mutmaßen oder örtliche Behörden in der Nähe um Informationen suchen. Und da haben wir gerade Redegabe und das macht eine 20%ige Erfolgschance aus und die nutzen wir. Sie müssen hinten anstellen. Ihre Diplomaten mögen gute Arbeit geleistet und sich daran erinnert haben, dass das hiesige Wappen der Krone treu ergeben ist, aber sie sind nicht der einzig anwesende Abgesandte. Daikiris, Bananen und weiche Polster sind nur ein kleiner Trost für die verlorene Zeit. Trotz dieser Formalitäten erweist sich der Präfekt als loyal. Er vertraut ihnen an, dass seines Wissens nach Montoya der einzige Hafen in der Nähe ist, in den die Pyrephoria ihre Krallen geschlagen haben. Sie drücken die Daumen und nehmen Kurs dorthin. So, sorry, habt noch halb was mitbekommen. Ich habe gesagt, dass wir gleich im Anschluss dann gerne noch Sekiro spielen. Aber da dann nicht direkt den Endboss machen, sondern die vielen Dinge, die mir noch eingefallen sind, die wir sonst noch da machen können. Das so auf die Schnelle. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Haben wir jetzt Pelzmäntel? Wir haben immer noch keine Pelzmäntel. Bringe ich die Sachen zum falschen Hafen? Oder was ist hier los? Nee, die sind hier richtig. Und die produziert Pelzmäntel. Und sie liefert ab Pelzmäntel. Die sind wahrscheinlich nur Dreck ausverkauft, ne? Alter. Also doch zu wenig in Produktion. Ja, scheinbar. Irgendwie sieht das wohl danach aus, ja. Guck mal, der hat gerade einen Pelzmantel dahin gebracht und es ist immer noch null. Was zur Hölle? Warum steht da 99? Ach so, das ist das ist die Auslastung. Okay, ich verstehe. Guck mal, wir haben einen Pelzmantel jetzt. Aha, wir haben einen Pelzmantel. Null. Hä? Da stand doch gerade eins. Dieses Spiel will mich foppen. Deine Bewohner sind zu gierig. Ey, was habe ich hier für Leute? Was ist los, Jungs? Ihr braucht nicht so viele Pelzmäntel. Bleibt cool. Oha. Ha. 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 Gut. Versorgung gut. Guck mal eine an. Die Versorgung ist gut. Oh, der Rum wird langsam zu wenig. Was mit dem Rum? Der Rum ist um.
Das ist die Yabu-Family. Ihr Saufnasen. Könnt doch nicht den ganzen rumsaufen. Kommen wir denn da hin? Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Mann, 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 Mann. Klar, siehst du, dass das geht? Ja, ich sehe, dass das geht. Ihr kleinen Saufnäschen. So, der wartet jetzt auf Waren. Rum ist ja auch nicht mehr im Lager, ne? Das heißt, wir haben hier den Charter. Huch! Hallo! den Charter schon gesetzt. Haben wir denn auf der Insel die Möglichkeit, Rum zu produzieren? Nein, keine Fruchtbarkeit. Okay, ich glaube, wir sollten dann vielleicht nochmal eine Insel übernehmen. Was brauchten wir denn nochmal dafür? Wir schlingern ins Ungewisse. Ja, egal. Ich glaube, wir brauchten dafür Bretter. Wir brauchten dafür ein paar Ziegel. Und wir brauchten dafür Stahl. Verdammt. Okay. Bringen Sie uns sicher heim. Montoya. Der Vertrag und die Pyrphorianer müssen hier in Montoya sein. Aber wo? Die Stadt breitet sich unter einem pastellblauen Himmel vor ihnen aus und das unverkennbare Kalkweiß und Terrakotta des imperialen La Corona leuchtet entlang des schmalen Mündungsarms des Mixcotl, wo er in den Ozean fließt. Doch von Beschaulichkeit keine Spur. Angst zeichnet sich auf dem Gesicht jedes Passanten ab. Sie müssen wissen, wer sie sind und was sie suchen, aber jemanden zu finden, der mutig genug ist, sein Wissen zu teilen, gestaltet sich schwierig. Sie können rumfragen oder sich stattdessen auf ihre eigenen Augen verlassen, um Hinweise zu finden. Wir probieren mal das rumfragen. Ihr Attaché wird schnell warm mit dem Hafenmeister und stellt sie ihm nicht gänzlich unwahr als Amtskollegen vor dem pyrphorischen Problem in der Region mitfühlend gegenüberstehend. Ich bin es so leid, sagt der Montoyaner. Immer wenn sie herkommen, ist es ein Albtraum für uns. Falls sie etwas unternehmen wollen, wäre es mir ein Vergnügen zu helfen. Er zeigt auf eines der sonnengebleichten Dächer flussaufwärts. Da in dem großen Landhaus. In der Ferne ist ein großes, blühendes Anwesen zu erkennen. Die Zuflucht der Pyrphoria. Jawohl. Hier mit einem Schlückchen Rum geht's los. Rabum. Ein Gewitter. Guck mal, wir haben 600.000 Münzen, du. 600.000. Alter Falter. Wie sieht das eigentlich hier mit der Zufriedenheit aus? Die Bananen werden ein bisschen wenig, okay. Und das kriegen wir hin. Oh, kriegen wir nicht hin. Was ist denn hier los? Du kannst es doch noch, Riffe. Ah, okay, ich verstehe.
Ach so, shit, das war ja hier ein Wassergebäude. Okay. Okay. Du hast wohl zu viele Yaugis im Zoo. Stimmt wohl. Aber weißt du, das Problem mit euch ist halt, selbst wenn man euch den Kopf abschlägt, das hilft einfach nicht. Das ist ein ganz großes Problem, weißt du? Wenn man euch noch nicht mal mehr den Kopf abhacken kann. Spielstand gespeichert. Was ist denn hier los? Ich denke, die Feier ist vorbei. Was machen die denn hier noch? Interessante, interessante. Ich glaube, das reicht noch nicht an Gebäuden. Ich mach noch mal 3. Das bringt ja nichts. So sieht's aus. Wie viele gebackene Bananen haben wir denn? Gar keine mehr? Ne, wir haben echt gar keine mehr. Aber wir haben zu viel Fischöl und zu wenig Bananen. Was ist denn da los? Warum haben wir denn Fischöl, aber keine Bananen? Okay. Ich habe ja keine Ahnung, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. So, hier müsste ja die Produktion jetzt enorm gestiegen sein. Ja. Sag ich ja. Aber warum braucht die Charterroute so lange? Brauchen wir hier 2 Charterrouten? Kann man hier irgendwo sehen, wie lange die braucht? Ah, die Fahrt ist halt schon kacke lange, ne? Kann ich einfach eine zweite noch machen? Gucken wir mal. Machen wir mal 2 Routen in der Art. Ich habe momentan viele Aussetzer. Ein schwarzes Bild mit Ladeschnecken. Der Teufel fordert seinen Tribut. Also bis jetzt ist tatsächlich bei mir auch alles im grünen Bereich. 0 verloren. Liegt also an dir. Fürs Haus. Der Prosperity-Vertrag muss hier sein. Das Landhaus sieht sehr modern aus mit seinen weißen Mauern und schön anzusehenden Giebeln. Es gibt sogar eine angrenzende Orangerie. Die ganz natürlich in einem ordentlichen und lieblich duftenden Ziergarten übergeht. Was? Orangen? Ein Bogen aus weißem Kies dient als Einfahrt und das Grundstück ist im typisch Kolonialstil von langen Reihen ebenfalls weißer Lattenzäune umgeben. Wäre nicht die ungewöhnliche Höhe der Einfassung und die in regelmäßigen Abständen eingelassenen Unterstände, in denen zweifellos bewaffnete Wachen postiert sind, würde es tatsächlich wie ein gewöhnliches Anwesen aussehen. Es muss ein Plan her, wie man sich Zutritt verschaffen kann. Dreist vorgehen und einen Frontalangriff starten, verstohlen vorgehen oder listig vorgehen und jemanden schicken, der als Mitglied der Sekte verkleidet ist. Und da haben wir die Nähmaschine für. Mit einer Nähmaschine kann man alles, mit einer Nähmaschine kann man sich richtig krass tarnen, denn die haben alle eine. Und dann sagst du einfach, hallo Defider, dann sagst du einfach, moins, ich bin der Typ mit der Nähmaschine und dann, der gehört zu uns. Sorry, Cubs, kein Problem. Alles deutet darauf hin, dass der maskierte Posten am Tor darauf hereinfällt. Doch dann verlangt er ein Passwort. Ein Passwort?
wiederholt ihr Hochstapler in der einheimischen Mundart. Fuego, Diosa oder Viaje? 1, 2 oder 3, letzte Chance. Vorbei. Ich weiß nicht. Diosa? Viaje? Weil du es weißt oder weil du miträtst? Ich weiß es nicht. Diosa? Viaje? Fuego? Oh, ich bin Fuego. Das ist zu einfach, oder? Diosa klingt gut, oder? Viaje? Was meint ihr? Viaje, Viaje, Viaje. Ist ja müsste Spanisch sein. Viaje. Zum Glück kann man mit seiner Nähmaschine nicht ein Kostüm nähen. Fuego. Du würdest Fuego nehmen? Fuego. Ich würde Fuego nehmen. Aus dem Hintergrund heißt es, ich würde Viaje nehmen. Warum ist eigentlich mein Mikrofon so laut? Ich übersteuere die ganze Zeit. So. Finde ich auch gut. Zum Glück ist der Chat sich einig. Ach, ich bin Viaje, komm. Selbstverständlich, sagt der maskierte Posten ganz ruhig. Doch kaum hat ihr Hochstapler das Tor passiert, als er auch schon ergriffen wird. Da nur noch wenig Zeit bleibt, bevor der Vertrag zu Fuß oder per Reiterkurier weiterbefördert wird, eröffnet der Rest ihrer Brigade das Feuer. Aus den Stellensturmen vermummte, berittene Gestalten in den Garten. Sogar die Gärtner haben ihr Werkzeug beiseite gelegt und Pistolen gezogen. Es dürfte rau werden. Wir können jetzt den Feind aus der Reserve locken oder hinter dem ranghöchsten Offizier versammeln und stürmen. Komm, wir nehmen Brot. Go. Wir schmeißen mit Brot. Ihr Haufen ist unwiderstehlich. Wir sind Drachentöter, rufen sie und ziehen den Feind aus dem Sattel, bis der Lärm der Schlacht plötzlich verstummt. Sie werden ihre Toten später begraben. Im Vestibül begegnet ihrer Gruppe kein Widerstand, nur Grauen. Es ist ein großer, offener Raum mit einer Treppe auf beiden Seiten. Die Wände schmückt eine Reihe Präraphaelitisch? Das habe ich ja noch nie gehört. Gemälde, die alle die Feuermutter Pyr darstellen. Auf einem steht sie unter einem dunklen und kosmischen Himmel, Jünger zu ihren Füßen, die jeder eine Strähne ihrer brennenden Haare halten. Das auffälligste Merkmal des Raumes ist jedoch die Kuppel in der Mitte, die von unten betrachtet zunächst konvex aussieht und einem menschlichen Auge in allen Einzelheiten nachempfunden ist. Der Oculus. Sonnenlicht fällt wie ein Nadelstich durch die Pupille auf eine ominöse, dick mit Asche beschichtete Plattform. Sie können den Vertrag nicht schnell genug finden. Ich werde gleich auch noch Mathe machen müssen. Schade eigentlich. Bibliothek durchsuchen, Verlangsaal, Arbeitszimmer. Wir durchsuchen für den Vertrag das Arbeitszimmer. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Ammoniten. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ah, okay, so muss ich das machen. Was können wir denn... Ich glaube, Nähmaschinen ist tatsächlich am einfachsten herzustellen, oder? Das ist die erste Oculus Rift. Ich gehe in den Lurker-Modus und schreibe von Zeit zu Zeit. Alles klar. Mach das. Die Brigade hat das Haus für sich allein. Der große Raum ist von natürlichem Licht erfüllt, das durch das Dutzend rechteckiger Scheiben im Fenster fällt.
4 leere Bankreihen bestätigen, dass dies der Versammlungsraum der Sekte ist, doch vom Vertrag keine Spur. Auf dem Boden steht ein seltenes Fossil, es könnte wertvoll sein. Es kann nicht schaden, es mitzunehmen, bevor die Suche fortgesetzt wird. Gehen wir mal in die Bibliothek. Welch Freude, da ist der Vertrag im Regal unter dem Buchstaben P wie Prosperity. Hannah wird entzückt sein, nice. Okay. Hanya! Das geht mir jetzt aber tierisch auf den Sack. Ich habe momentan nur Probleme mit dem Internet. Ja, ich habe jetzt gerade noch keine. Ich bin froh, dass das im Sie Moment an dir liegt. Einfluss verloren. Ich muss mal gerade gucken wegen dem Mikro. Das ist doch etwas merkwürdig. Aber der Pegel ist normal. Übersteuere ich denn total? Nee, oder? Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich übersteuere total. Spielstand gespeichert. So. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Ich denke nicht, dass es zu durchsichtig ist. Oh, auf keinen Fall. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Natürlich weiß ich, was das Beste ist. Nur wenn du rumschreist. Wie gesagt, seit dem Update habe ich das auch. Tja, Mutti, da tut mir leid, ey. Dass du da momentan so Probleme hast. Und wer schreit denn hier rum? Ich kann gar nicht vorstellen, dass hier irgendjemand schreit. Willkommen zurück, Steffi. Schön, dass du hier da bist. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Schiffe. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ich habe das Gefühl, dass es hier zunehmend unangenehm wird. Ein Konkurrent wurde vernichtet. Krass. Einfach mal jemand komplett ausgelöscht. Ein Feuer ist ausgebrochen. Guck mal, eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. What? Was? Wie? Explosion. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Och nö. Oh, Mann. Oh. Geh wieder. Wie nett ihr doch wieder zueinander seid. So, hier, guck mal. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Neue Befehle? Haben wir denn jetzt hier genügend... Ne, wir haben wieder gar keinen Baum. Haben wir denn wenigstens noch Klamotten? Bitte sag mir, wir haben noch ein paar Pelzmäntel auf Lager. Klamotten wurden gelöscht. Aha! 20! Ja, guck! Wir haben 20 Pelzmäntel. Das ist doch schon mal was. 20 ist schon mal eine Zahl, mit der ich aktuell leben kann. Was hast du gerade gebracht? Schnaps. Was hast du gebracht? Auch Schnaps. Was bringst du? Erfolg zur See ist schwer zu erlangen. Drei? Also einfach nur drei? Ich glaube, die Charterrouten sind zu dicht beieinander, kann das? Wo ist denn die zweite? Drei ist doch Käse. Das ist der zweite. Butterblume.
Butterblume. Nice. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, natürlich, was sollen wir auch sonst machen? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Da, Baumwollstoff. Okay, aber die haben eigentlich... Guck mal, der ist jetzt gerade auf dem Rückweg. Der fährt gerade dahin. Macht jetzt für mich im ersten Moment Sinn, der Abstand. Kann aber sein, dass es trotzdem Kackes ist. Gucken wir mal. Treffen sich ungefähr hier. Dann fährt der noch das Stück. In der Zeit ist der hier und dann kommt der hinterher. Das ist, wahrscheinlich ist es zu kurz. Gleich wieder null. Du hast das schon voll lange in Produktion. Nee, habe ich nicht. Lange habe ich die noch nicht in Produktion. Ich hatte damit am Ende des letzten Streams angefangen. So, damit steht auch wieder unsere Rumbrennerei. Kann sie direkt mal wieder anfangen, ein bisschen Rum zu machen. Habt ihr verstanden? Rummachen. So, das können wir dann nämlich an unsere Leute verschiffern. Käse ist mega gut und lecker. Käse ist super. Ja, natürlich ist Käse super. Oh, oh, Carsten, für mich das ein oder andere Mal abgehackt. Das liegt an eurem Internet, nicht an meinem. Mama hat das auch schon die ganze Zeit geschrieben. Das ist euer Problem. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Cool. Aufgedeckte Wahrheit. Du hast die Pyrphoria mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gut gemacht. Du hast Isabel und dem Empire einen großen Dienst erwiesen. Hannah ist stolz auf sie. Ja! Oh! Isabel Sarmento, Ihre Majestät fordert Sie auf, von der unrechtmäßigen Aneignung von Prosperity Abstand zu nehmen. Einer Insel, die keinesfalls... Hör schon auf, Archie. Ist diese winzige Flotte alles, was wir versenken müssen, um unsere Insel zurückzubekommen? Vielleicht muss gar nichts versenkt werden, Eure Majestät. Wer seid ihr, hier ungefragt das Wort zu ergreifen? Das ist eines der Gutkinder, die ich erwähnt habe. Ein wenig nassforsch, aber überraschend hilfreich. Seht, hier der Vertrag für Prosperity und das Tagebuch unseres Vaters. Die Unterschriften stimmen nicht überein. Und jetzt vergleicht es mit einem Frachtdokument unseres Onkels Edward. Er fälschte die Unterschrift, um sich als Vater auszugeben. Dann ist Edward also der Verräter. Wir haben diesen Schwachkopf nie dazu autorisiert, in unserem Namen zu verhandeln. Die Vereinbarung ist hiermit null und nichtig. Dann wurden auch wir verraten. Wir werden uns unverzüglich von Prosperity zurückziehen, Eure Majestät. Dann werden wir heute keine Schiffe mehr versenken. Nicht einmal zur Abschreckung? Ich bedauere, Eure Majestät, aber das wird nicht nötig sein. Nun, in diesem Fall erklären wir, dass Prosperity an die Goodkinder zurückgegeben wird, als Entschädigung für den Tod des Vaters und um sicherzustellen, dass Miss Sarmento sicher ist vor diesen Pyrphorien. Sie sind mehr als nur ein Ärgernis und sie werden das hier niemals akzeptieren. Wir müssen vorsichtig sein. Sie haben recht, Isabel. Aber zuerst kehren wir nach Bright Sands zurück und stellen Onkel Edward zur Rede. Sein Spiel ist vorbei. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich so etwas wie Freiheit.
Es scheint, du hast Neuigkeiten. Edward war der Grund für unseren Schmerz. Sein Gesicht zu sehen, wenn er begreift, dass wir alles wissen. Edward steckt dahinter? Er ist erbärmlich. Wie auch immer die Strafe ausfallen wird, Edwards Welt liegt schon jetzt in Scherben. Kapitel 4. Die Fackel wird weitergereicht. Ach, es geht noch weiter. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende. Edward ist für mich gestorben. Hannah ist erzürnt. Edward. Ich sagte doch, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Ahand ist nicht weiter überrascht. Wir werden Edward unverzüglich zur Rede stellen. Ich habe ihm so viel zu sagen. Spielstand gespeichert. Wo ist denn der Kaufvertrag? Auf welchem Schiff habe ich den jetzt? Das ist die Frage. Das ist eine Schlagzeile. Prosperity Gutgeschwistern vermacht. Der Krieg um Prosperity zwischen ihrer Majestät und der rebellischen Samento wurde verhindert. Die Gutgeschwister finden den Beweis für Samuels Unschuld in der unbestreitbaren Schuld ihres Onkels. Der Schurke Edward wurde für schuldig befunden, Isabel Prosperity unrechtmäßig verkauft zu haben. Aber wo ist der scheiß Brief? Ist der hier drin? Ah. Nee, anderes Schiff. Also bis jetzt muss ich ja sagen, die Kampagne hat richtig coole Cinematics, sehr, sehr coole Cinematics drin. Sie hat einen starken Anfang, wie ich finde. Also der Start der Kampagne war echt eindrucksvoll, ziemlich cool. Die Geschichte mit dem Onkel, der seinen Bruder verraten hat und so, um das ganze Empire zu übernehmen. Fand ich geil. Ab Mitte der Kampagne muss ich ja sagen, dass storytechnisch das Spiel echt beschissen war, weil dieses Ganze mit Verschwörung und so, das hätte man auch irgendwie anders aufziehen können. Ich glaube, dass die Kampagne, so wie sie gebaut ist, auf jeden Fall gut ist, um einen Einstieg in das Spiel zu geben. Also ich habe ja jetzt so, weiß ich nicht, knapp 12 Stunden dann jetzt das Spiel gespielt. Die Kampagne ist durch. Ich könnte jetzt noch das Endlosspiel weiterspielen. Willst du nur tatenlos zusehen? Aber ich denke, dass man so zumindest einen guten Einblick in das Spiel hineinbekommen hat. Was machst du hier in der Familiengruft, Edward? Willst du in Ruhe deinen Verrat genießen? Wovon redest du, mein Kind? Das hier ist ein Gespräch unter Brüdern, nicht mehr. Lügner, du bist die Verkörperung der Schande. Vom ersten Moment an wusste ich, dass du nichts als Ärger machen würdest. Genug. Du hast Prosperity an die Purphoria verkauft. Du hast Vaters Unterschrift gefälscht. Du hast ihn zum Tode verurteilt. Aber jetzt wartet dein Urteil, Onkel. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. Ich sagte gerade zu eurem Vater, ich werde nie an ihn heranreichen, selbst wenn ich alles dafür hergebe. Er verstand nie den Schmerz meines Lebens in seinem Schatten. Du weißt nichts über Schmerz. Wahren Schmerz. Du kannst mir keine Angst machen. Nicht mehr, als ich ohnehin schon habe. Die Purphoria sind Teufel. Der schreckliche Pakt, den ich mit ihnen schloss, ist außer Kontrolle. Als sie Samuel ermordeten, wurde mir klar, dass sie eines Tages auch mich holen würden. An dem Tag, an dem sie dieses sterbende Reich mit Feuer und Flamme überziehen. Wieder so ein lästiger Prophet des Untergangs, Archie. Wie schrecklich langweilig.
Seht nur, Ihre Majestät. Anscheinend bin ich endlich Ihrer Aufmerksamkeit würdig. Nun, zumindest vorübergehend. Mr. Edward Good, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie werden bis zu Ihrem Prozess auf Bright Sands unter Hausarrest gestellt. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Deine Schuld wird dich überdauern, Onkel. Sieh nur, was du deiner Familie angetan hast. Er wird seine Strafe bekommen. Aber Edward leidet seit dem Tag, an dem sein Bruder starb. Ihre Majestät befindet, dass Sie als Retter der neuen Welt diesen überaus bedeutenden Prozess selbst leiten sollten. Sobald er steht, wird euer Gerichtshof eine Ära des Friedens und des Wohlstands für das gesamte Königreich einleiten. Kopf ab, hör mal. Steinigen sollte man ihn. Steinigen. Langsam ausbluten lassen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ach so. Kümmer dich nicht um mich. Ich bin Geschichte. Aber etwas sehr Böses lauert dort draußen. Es muss vernichtet werden. Okay, wir brauchen jetzt hier... Nicht eine seiner Ausflüchte wird meinen Zorn besänftigen. 500 Leute brauchen wir. 500. So, die haben wir gleich. Fuß in Beton und runter damit. Es sind nur NPCs, denen darf man böse Sachen sagen. Hau weg, den Typen! Klo runterspülen oder so. Wir müssen uns auf den Tag der Abrechnung vorbereiten. Edward war nie unser wahrer Feind. Ach ja, dann baue ich noch ein bisschen Hafenkrams hier. Einen Reparaturkran sollen wir bauen, Hafenkanonen, Türme. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Dürfen wir unsere Dankbarkeit für eure hervorragende Arbeit zur Erhaltung des Friedens auf unserem Kontinent zum Ausdruck bringen? So, damit haben wir ein paar Kanönchen hier. Dann Geschützenstellungen. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. So, und wir brauchen einen Reparaturkran. Den finden wir wahrscheinlich hier. Ne, da. Reparaturkran. So. Und dann Phase beginnen, würde ich sagen. Einfach auf hohen Air in die Himmelszellen. Das wäre natürlich auch cool. Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg in der Hoffnung, dass das... Hört man mich denn jetzt so noch gut? Oder ist das jetzt eher blöd? Ich versuche das gerade so ein bisschen auszusteuern mit dem Mikrofon, wie das rüberkommt. Wer mobbert da denn wieder den Yaugi? Latte und brechen. Jetzt ist Hola. Wir können das Ganze auch so machen. Ich kann auch versuchen, einfach leiser zu sprechen. Hört sich etwas hohl an. Okay. Schiff
vom Stapel gelaufen. So ist beinahe besser. Was heißt denn beinahe besser? Was heißt beinahe besser? Machst deine Empfindlichkeit runter. Das kann man auch machen. Ist natürlich blöd. Das mit der Empfindlichkeit nicht immer. Sobald halt jetzt dann da der Patch wieder raus ist, dann wird das ja wieder anders. Gucken wir mal. Ist das jetzt so besser? Hallo? Meistens sind so kleine Dinger, das ist schon total entscheidend. Left Channel? Warum? Was? Was habe ich jetzt verpasst? Spielstand gespeichert. Okay, okay, sehr gut. Was Carsten alles einstellen kann, das habe ich gar nicht. Ja, ist halt... Das ist halt auf der einen Seite ja. Ich kann das alles einstellen, aber auf der anderen Seite es kann auch ein Fluch sein, das alles einstellen zu können. Denn schließlich, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, dann muss ich das auch an ganz, ganz vielen Stellen wieder umstellen. Ne? Das ist auch, das ist der Nachteil an der Sache. Ja. Rejoin the channel. Was zur Hölle ist dein Problem, Rangold? Was zur Hölle? Jetzt habe ich ganz viele von denen. Kann man die auch wieder downgraden? Wieder runtersetzen? Fröhliche Arbeiter, die will ich doch haben. Am liebsten sind mir die fröhlichen Arbeiter. Auf diesem sanften Zweig fühle ich mich wohl. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ich glaube, ich beschleunige mal gerade. Hat heute eine Schraube nicht ganz anziehen können. Hat seine 5 Minuten, das kommt wohl hin, ja? Ja. Bin mal gespannt, ob ich morgen von Unity Media höre. Die wollten mich ja nach einer Woche anrufen. Er fühlt sich von Yaoki gemobbt. Du mobbst dich doch selber. Keine Bretter mehr, Leute. Oh nein, ich Idiot! Oder sind die reserviert? Bitte lass sie reserviert sein. Okay, die sind nicht reserviert, aber ich produziere genug, okay. Schenkt allen etwas Schoki. Schon angekommen. Vielen Dank dafür. Noch mehr Schoki. Dankeschön, Rangold. Nett von dir. Rangi meinte, er braucht einen Wischmopp. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? Was? Nein. Kriegserklärung? Alles oder nichts. Noch mehr Schoki? Danke. Was? Der will jetzt ernsthaft mich zum Krieg? Zur Hölle? Was ist dein Problem, Junge? Kriegserklärung gegen uns. Ich wusste gleich, dass Sie ein Tyrann sind. Aha. Was auch immer. Scheiße, hab alles an Carsten donated. Ist doch genau richtig. In die Takelage. Das war doch genau richtig.
Schmeckt gut, Rangold. Danke. Jetzt ist Carsten auch noch vor uns die Schoki, der traut sich was. Ja, ich kann auch gerne noch ein Stück essen. Ich wollte ja gerade nicht mehr, aber wenn du mich so darum bittest, Yaugi. Schoki. Irgendwas fehlt immer. Uns geht das Material aus. Wieso denn auch Menno? Ist doch alles gut. Für mich zumindest. Erledigt. Ich denke, wir haben genug Vertrauen zu Isabel aufgebaut, um sie als Zeugin zuzulassen. Und die nächste Phase. Natürlich stehe ich als Zeuge zur Verfügung. Nach all dem, was du für uns getan hast. Ja, klar. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Hör auf, ich sitze hier und lerne einen Wetterschock hier ab! Von mir aus freigegeben. Wir wollen etwas Neues schmieden, um uns vom Alten zu lösen. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderung? Hä, was haben wir denn wir hier? Wir können dir nicht genug dafür danken, dass du diesen Krieg verhindert hast. Ja, und jetzt? Lass mich dir helfen. Ich weiß, dass ich etwas bewirken kann. Dein Akzent macht mich radig. wo können wir denn unsere Stadt bauen? Hä, was haben wir denn? Warum haben wir denn jetzt hier eine Insel? Was? Ich will doch gar keine Insel mehr. Ich will doch einfach nur noch eben die Kampagne zu Ende spielen. Scheiß auf diese Insel, Alter. Schau dir den Clip an, dann kriegst du deine Schoki. Mach's nicht! Ich hab's getan, der ist schlecht. Ich werde den auch wieder löschen. Einfach nur, weil Rangold den Clip gemacht hat. Ich finde, das ist löschenswert, oder? Ich hatte gerade ein Schoki-Butti. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Eine Schmuggelaufgabe? Mäh. Es sind halbe Sachen, die stets ärgern. Ja, ja. Ich will jetzt nur noch die Kampagne zu Ende spielen gerade irgendwie. Lecker Schwarzbrot mit Nutella. Das, wenn man Schwarz und Schwarz zusammenrechnet, ist das wie Minus und Minus? Gibt das dann Weiß? Wenn du auf ein Schwarzbrot Butter schmierst, ist das dasselbe wie Milky Way? Also dieser Brotaufstrich, das ist doch auch so braun-weiß. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Guck mal, die macht hier wieder Pelzmäntel. Jetzt haben wir schon 40. Ja, guck mal. Jetzt haben wir 120 Baumwollstoff. Das ist doch schon mal was. Boah. Boah.
Wie kann der Jung so was sagen? Gegenfrage, wenn du Nein verneinst, ist es dann Ja? Auch wenn es im anderen Satzteil ist? Wenn du ein Nein verneinst, ist es Ja, ja. Eventuell Milky Way in der Hose. Das sind echt total sinnvolle Fragen, die du hier stellst. Ja, natürlich, ich stelle die sinnvollsten aller sinnvollen Fragen. Jeder hat sich das doch mal gefragt, so, weißt du? Standard. Ich kenne keinen, der sich das nicht mal irgendwann gefragt hat. Neue Befehle? Spielstand gespeichert. Museum. Ich habe doch noch gar kein Museum. Da ist ein Museum. 1500. Mach jetzt voran, Stunde ist vorbei. Ja, ich will noch eben hier diesen Gerichtshof bauen. Hör mal, stress nicht so. Wenn der Carsten dich was Ernstes fragt, dann ist es selten, meistens kommt da nur so ein Scheiß raus. Stunde ist vorbei, hör mal. Guck jetzt mal hier, da mal, guck mal auf die Uhr. Du. Ich hol den Zeigefinger raus und damit weißt du Bescheid. Ich bin sauer. Aber. Die Flammen sind außer Kontrolle. Was? Schon wieder? Das sind bestimmt Brandstifter. Locker sind das Brandstifter. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant empfehlen? Ich glaube, wir brauchen hier einfach noch eine Feuerwehr. Einfach nur, um sie zu bauen. Fehlt nur noch, dass Mama hier hinter dem Kochlöffel steht. Feu in 1 Fabrik. Ich glaube, du brauchst noch eine Feuerwehr. Oder eine Bullizei, damit eine Brandstifter angebuchtet werden. Du bist auch so eine Bullizei. Erledigt. Yeah, Phase abschließen. So, jetzt brauchen wir nämlich hier die Brillenträger. Der königliche Gerichtshof schon? Nein? Nein. Normalerweise sitzen wir keinen halt die Fresse. Prozessen vor. Dieser hier muss wohl bedeutend sein. Scheint hinsichtlich des Prozesses eher zwiegespalten zu sein. Die Königin wird ganz sicher kein Blatt vor den Mund nehmen. Zeigt sich überrascht von der Königin. Das sind so wie diese RTL-Untertitel bei diesen komischen Hartz-IV-Sendungen. Die Flammen wurden gelöscht. Oder hier so Bauer sucht Frau. Die haben auch immer alle so diese komischen Kategorien. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Der lausige, laubliebende Bauer Fred. Ferdinand, der flüsternde Pferdefreund. Sendung wie Brit, ja, zum Beispiel auch. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh, das ist nicht so gut. Ich glaube, eine Krankheit ist nicht so gut, oder? Was machen wir denn da? Gibt's da jetzt hier irgendwie ein Krankenhaus? Schiff unter Beschuss. Ein Hospital. Einen Versuch war's wert. Ich habe ein Schiff von ihm zerstört, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Sie sind achtsam. Krass.
Ich hab ein Schiff zerstört. Das ist großartig. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Korrupte Polizei. Da. Natürlich haben sie es geschafft. Natürlich, klar. Natürlich. Was soll ich auch sonst schaffen, wenn nicht das? Hier, so, Handelskammer, haben wir ein neues Item. Zack, rein damit. Ich zerstöre Schiffe, ohne irgendwas zu tun, ey. Das ist krank, Leute. Krank. Der Wahnsinn, ey. Gustav Gustav. Ich hatte euch mal im Chat einen Link geschickt, wo Bram hinter den Kulissen von Anno schaut. Habt ihr euch das angesehen? War mega spannend. Habe ich nicht geschaut von denen. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe es mir nicht angeschaut. Aber ist auch nicht so schlimm. Ehrlich bin. Dass ich es nicht gesehen habe. Ich hatte aber ein anderes Making-of von Anu mir mal irgendwo angeguckt, wo die darüber geredet haben und gezeigt haben. Die Epidemie wurde besiegt. Yeah! Epidemie wurde besiegt, ey. Epidemie in deinem Arsch! Ich habe gerade Gerichtshofvergasung gelesen und dachte so, oh shit, ey, sind wir jetzt echt schon so weit? Sind wir schon gar nicht mehr im 19. Jahrhundert? Bauen wir jetzt schon das Gerichtshofvergasung? Oh, scheiße. Schokolade gleich Kleidungszerstörer. Wir fehlen die Rohstoffe. Haben wir noch ein paar Pelzmäntel? Ach, guck mal, wir haben 50 Stück, das reicht doch. Vielleicht brauchen die ja deswegen so viele Pelzmäntel. Du hast die Schoki an meine Kaufleute verteilt. Und die sind einfach immer fetter geworden und brauchten jeden Monat neue Pelzmäntel, weil die einfach nicht mehr passten. Das könnte der wahre Grund gewesen sein. Ja. Du Schlingel. Das war der Zusatzschwierigkeitsgrad. War ich nicht. Wie kommst du darauf? Schwierigkeitsgrad normal, fortgeschritten, Experte, Yabu Family. Die machen dir einfach nur das Leben zur Hölle. Und wo ist Biene? Die liegt auf dem Sofa. Entspannt eine Runde. Ich weiß nicht, ich finde den Zoo, das ist zwar eine witzige Idee, aber ich bleib weiterhin der Meinung, das ist irgendwie meh. Da ist sie, die Biene. Guck mal einer an. Ich bleib dabei, dass der Zoo eher so notdürftig eingebaut wurde. Zumindest wirkt das so. Erledigt. Schade eigentlich. So. Dann schließen wir doch mal die Phase ab. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Oh, meine Stadt ist attraktiver geworden. Biene hat endlich Feierabend für heute. Gerichtshof. Wundervoll. Ich möchte die wundersame Verwandlung Ihrer Insel nicht unterbrechen, aber Ihre Majestät ist sehr daran gelegen, dass die Dinge vorangehen. Hat Archie schon mitgeteilt, dass wir euch mit unserer Anwesenheit beehren werden? Ich hoffe, es gibt einen geeigneten Liegeplatz für unser Flaggschiff. Wir mögen keine ausgedehnten Spaziergänge. Behandelt uns wie jeden anderen Gast. Wo sind all die Zeugen? Majestät,
Isabel Sarmento, zu euren Diensten. Ich hoffe, ich kann belegen, dass die Pyrphoria hinter dem Komplott steckten, nicht die Bewegung. Das nenne ich eine Enthüllung. Erstmal so ein Riesenplakat vors Gesicht, ey. Königlicher Gerichtshof gebaut. Edwards Verhandlung steht vor dem Beginn, da die Königin im von den Gutgeschwistern neu erbauten Gerichtshof eingetroffen ist. Es gibt reichlich Zeremoniell und Sicherheit für alle Beteiligten, darunter auch Isabel Sarmento, Zeugin des unrechtmäßigen Verkaufs und bereit auszusagen. Eine moderne Königin muss auch in der Lage sein, barmherzig zu wirken. Der Verräter verdient eine faire... Und wo mehr ist der als Angeklagte? Pack deine Sachen zusammen, Edward, für die Verhandlung. Nein, Kind. Es ist zu spät. Das Urteil wurde längst gesprochen. Sie, Teufel aus der Tiefe, spucken Feuer und Schwefel! Edward Good, bist du bereit, deinem Bruder zu folgen? Das bin ich. Natürlich bist du das. Die Flammen werden dir die Sünden vom Fleisch reißen wie Stofffetzen. Akolyten, reinig diesen Ort. Ja, Großmeister. Entweder ist das ein Kind oder eine Frau. Wenn doch nur Vater noch da wäre. Er hätte gewusst, was zu tun ist. Nein, bitte. Hab keine Angst. Es ist Zeit, loszulassen. Meine Stunde hat geschlagen. Nein! Wir können hier miteinander reden, wenn er da auf dem Schiff ist. Dann muss die doch auch auf dem Schiff gewesen sein. Sind jetzt beide tot? Vergeben, sobald du ihn triffst, Edward. Das ist so strange erzählt. Doch keine Sorge, die gesamte Good-Familie wird von uns in der Ewigkeit wieder vereint. Wir haben das Leben aus den Lungen eures Vaters gequetscht, die Haut eures Onkels abgezogen. Seht nun, welches Ende für euch vorgesehen ist. Wir haben keine Angst vor Feiglingen, die sich hinter Masken verstecken. Eine neue Weltordnung erhebt sich. Das Empire erzittert in seinen Grundfesten und kein Gut kann etwas dagegen unternehmen. Wir vernichten erst jeden einzelnen von euch und dann die Königin. Wovon spricht diese anmaßende Kreatur, Archie? Wir sind hier sicher, nicht wahr? So sicher, wie es die Situation erlaubt, Hoheit. Ihre Flotte ist beeindruckend. So viele Schiffe. Oh, da haben Sie recht, alter Freund. Ich flehe Sie an, wir müssen Ihre Majestät um jeden Preis beschützen. Die Pyrphoria haben Bright Sands eingenommen. Sie missbrauchen die Insel für ihre üblen Machenschaften. Gut, Ensanz. Die Lieblinge des Königlichen Rates. Ah, wie ich es genossen habe, das langsame und schändliche Ableben eurer Familie zu beobachten. Unter keinen Umständen darf die Sicherheit der Königin gefährdet werden. Ja, ja, ich weiß. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren? Wie bedauerlich. Nun, ich werde sehen, ob ich ein neues auftreiben kann. Es ist soweit, altes Haus. Unser Erzfeind nähert sich. Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Auch ich habe Frau und Kind. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Thank you.
Fuck. Segel setzen, Schiff unter Beschuss. What the heck? Was passiert hier? Sache. Zerstört. Achtung, Admiral anwesend. Wir müssen die Morde an Vater und Edward rächen. Koste es, was es wolle. Vorsätze. So freundlich wie irgendwie möglich formuliert. Gleich, pass auf, gleich Game Over an und Neustart. Boah, bitte nicht. Das Empire am Ende, der Verräter Edward Good ist tot. Bright Sands steht in Flammen. Vermummte Gestalten fallen über Unschuldige her in dem Versuch, ihre Majestät zu meucheln und eine neue Weltordnung zu schaffen. Eine Ordnung, die an das furchtbarste Chaos glaubt. Steuermann! Es ist an der Zeit, dieses Feuer ein für alle Mal auszulöschen. Was ist das denn hier alles? Sind unterwegs! Torpedos, cool. Mörser. Ah, okay. So, ich speichere jetzt aber trotzdem mal ab. Und dann machen wir genau an der Stelle nämlich beim nächsten Mal weiter. Morgen wahrscheinlich. So, also, ich bleibe dabei. Was ich bis hier nach, ich weiß nicht, 12 Stunden Spielzeit ungefähr sagen kann, dass die Kampagne echt Spaß macht. Aber sie wird... Dir ist doch ein Schiff kaputt gegangen. Ja, stimmt. Okay. Schlechter. Zumindest von der Story-Qualität her. Also so die Aufmachung finde ich eigentlich immer noch ziemlich cool. Aber ich finde, dass sie so von der Geschichte her einfach so ein bisschen hätte geiler sein können, meiner Meinung nach. Also hätte meiner Meinung nach vielleicht einen anderen Weg einschlagen sollen, als dieses irgendwelche komischen Intrigen mit vermummten Gestalten und was weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das wirklich so geil ist.